Hallo zusammen, willkommen zurück zu Let's Play Rust. Ja, mal wieder mit dem Let's Play Onkel und dem Dawid. Hallöchen. Hallöle. Onkel muss ruhig sein, der ist bestimmt wieder auf, ja, hier, ne? Diebestour. Der darf keinen Mucks von sich geben, sonst wird er gleich erwischt. Nee, der ist im Chat schon wieder so nett zu mir. Bla bla bla, Bikes bla bla bla. Bla dich selber. Oh, geil. Nee, wir sind bau mal eine dabei. Tür, Weedy, stopp, halt. Ich hab doch noch nicht mal was für eine Tür. Weil ich hier hast 100 Holz. Soll ich die Tür bauen? Weil ich gerade die Ceiling baue, weil ey, du ja nicht keine Workbench zusammenbringst. Scheißegal, die Ceilings sind auch alle krumm. Soll ich nicht lieber das Holz benutzen, um jetzt einen Ofen und eine Workbench zu bauen? Ja, bitte. Dann baue ich die los, mal hier schnell. Rein. Okay, habe ich die Steine dabei? Ja, okay. Warte, ich unterstütze dich. Warte, Homie, nicht, noch nicht. Sonst kann ich das doch nicht. Lag. Erstmal Workbench? Ja. Okay, wird gecraftet. Können den Table auch lang? Verlassen, ne? Beim Craften während das da. Bound. Wie meinst du das? Also, ich kann sowieso beim Craften rumrennen. Ja, aber dauert immer ein paar Sekunden, muss man so lange warten oder was? Oder kann man auch weggehen? Man kann sich bewegen, ja. Man läuft, man kann bloß da nicht rennen, sich nur langsam. Wie lange craftet die bei dir? Jetzt noch 10 Sekunden. Zusammen waren es okay, 30. Top. Brauchen wir wieder Einbruchswerkzeuge hier. Sprengstoff. Nee, Onkel braucht nur eine Treppe. Achso, der stellt dann vor die Tür eine Treppe hin, oder was? Ja. Oder ein Fenster. Ich brauche immer so, als wir noch normal spielen können. Ich baue mir halt einen Weg nach oben, hier. Wo ich die Fenster auflasse, ich Vögel. Oder stell sie hierher. Wurde eiskalt erschossen und ausgeraubt. Das ist Rage-Onkel-Modus. Okay, jetzt baue ich mal. Aber nur 20% Rage-Onkel. Nein, die GTA Rage-Onkel will keiner erleben. Low-Grind machen Stones. Ressourcen da. Wood Planks. Machen wir mal. Wie viel haben wir da jetzt gebraucht? 15 Stück. 10. So, jetzt ist sie erstmal zu. 30 Sekunden. Ich mach mal 5 extra. Haben wir für später noch ein bisschen was. Hat du noch Holz? Hat du noch Holz? Nur noch 59. Aber das ich dafür, dass man so viel Holz braucht, ey. Ist halt echt schwer zu sammeln, ey. Die ganze Zeit da überall rumkloppen. Ja, ich echt. Wenn du die einzelnen Baumstämme da wegkloppen musst, ist echt nervig. Und stell dir vor, du hast nur einen Stein, ey. Das dauert ja ewig. Keine Ski? Wo sind die Cheats? Wo sind die also eine ultimative Rüstung machen, nur mal rumzuwandern, ey, ohne gleich abzukratzen. Muss ja nicht sein, um die anderen Leute zu trollen. Aber mal die anderen besuchen gehen, ohne Angst zu haben, von Zombies zerfetzt zu werden. Brauchen Steine. Guck nochmal in unserem anderen Haus wegen Steinen. Oh, ich muss dauernd niesen, ey. Bin die ganze Zeit am Mikrofon muten. Dann Gesundheit auf jeden Fall. Ja. Oh, ich renne immer falsch. Ich will immer nach rechts rennen. Oh, da unten. Ich muss mich eigentlich nur an Onkels Haus orientieren. Einmal mal gucken, ob ich hier noch irgendwo was finde. So, jetzt mal erstmal zwei Treppen. Die Tür offen. Hier ist bestimmt irgendwas. Nee, ich hab das eigentlich schon alles boah, hier! Ich hab doch wieder die ganzen Sachen, die ich im Inventar hatte, reingepackt. Hast du Steine? Nee. Aber Schokoladensteine. Ja, ich auch. Den habe ich da reingepackt. Da ich auch schon mal dran an. Schon einmal abgebissen. Ach so. So, jetzt kann ich einen Ofen bauen für uns. Ui, ui, ui. So, dann heißt. Oh, such. Das heißt, wir können uns gleich Metall wieder. Oder Eisen schmelzen. Also ich habe 65 Eisen jetzt dabei. La la la. Wer schleicht um unser Haus? Ja, das wird der Philipp sein. Der ist nackt. Keine Lümmelmänner. Komm mal mit hier. Gibt's ihm mal ein paar Klamotten oder was? Nö, ich zeige ihm erstmal, wo unser Haus ist. Ah nee, Klamotten, genau. Komm mal mit hier. Raubt euch aus, ihr habt. Achso, das ist der Zocker, der MTS, also sein Kollege. Genau. Ach so. Ah, nee, hier, ich hab ne Hose anstecken. Da schenke ich dir.
raub euch aus, schmeiß euch aus dem Haus. Yay, hat eine Hose. Warte mal, ich nehme mal das ganze Metall auch gleich mit. Warte mal, ich glaube, ich habe schon... Noch Foundation hier, ne? Falls wir mal irgendwas müssen. Ne? Also ich habe jetzt alles mitgenommen, was da drin war. Alles? Mhm. Dann nehme ich auch den Rest mit. Boah, eine Minute, ey, ist auch Ehek. Ehek. Philipp, kommst du mit? Ach, Philipp kann uns auch auf jeden Fall hören, das ist schon mal gut. Er kann uns hören, aber er kann irgendwie nicht reden, weil sein Mikrofon irgendwie nicht geht bei TS. Okay, dann auf jeden Fall, hi Philipp. Okay. Ja, der wollte uns eigentlich, Holz geben und Steine geben und so. Dann kam der Onkel. Der böse Onkel, beklaut dann seinen eigenen Kollegen. Nichts ist hier sicher vor ihm. Holz oder so habe ich dem nicht geklaut. Holz habe ich gar nicht gefunden. Oh, Holzhaufen. Steht mein Name drauf, weg davon. Da steht Hedge the Onkel. Hedge to Onkel. Wir bräuchten eine Kiste, Hedge. Fällt mir gerade auf. Ja, wir brauchen auch Holz. Warte Holz mal. Holz. Wood Storage Box. Ja, wir brauchen 30 Holz. Ich habe gar kein Holz mehr und habe nur noch irgendwelche Scheiße einstecken. Ich könnte ja gleich nochmal eine Runde drehen. Ich brauche 30 Holz, dann bin ich glücklich. 30 Holz habe ich mit dabei. Habe ich eben von dem Haufen auf jeden Fall mindestens abbekommen. Philipp, was hast denn du da in der Hand? Leider verloren, würde ich sagen. Kriegt man denn, wenn man zum Beispiel mit der Pickaxe die Steine kaputt macht, mehr Erze daraus? Ja. Okay. Dann solltest du mir mal die Spitzhacke nächstes Mal mitgeben, wenn ich auf die Kiste gehe. Ja, klar, kein Thema. Komm mal her zu mir. Ja, ich komme jetzt gerade wieder zurück. Mal gucken, ob ich ihn drinnen sehe. Moin, moin. Hallo, Alucard. Sei gegrüßt. Da ist der Weed. Ja, hier kommt das Weed. Da, hier liegt was. Okay, Pickaxe, warte. Ich habe auch was für dich. Und hier, schon mal einen Ofen kannst du ja aufstellen. Ich habe keinen Platz mit dem Inventar. Okay, warte, dann mache ich das. Warte mal. Ja. Kannst du das auch noch einstecken? Ja. Hi, Philipp. Hallöchen. Korrekt, dass du mitmachst. Alles klar. So, ich baue jetzt erstmal eine Large Wood Storage Box. Hä? Soll ich in den Ofen hinstellen? Stellen einfach hier in die Ecke, links. Wo ich hinguck. Da? Da, wo ich hinguck. Ach so, da wollte ich, ja genau, okay. Okay, den kann man auch hinlegen. Du müsstest mal noch was nehmen. Ja, gib mir dann ganz Müll. Ja, dafür brauchen wir jetzt aber auch wieder Holz, ne, um die Sachen zu schmelzen. Aber ich klatsche schon mal das ganze Erz rein. Ich leere mal mein Inventar jetzt. Ja, gib mir einfach alles. Ich nehme das alles mit. Kein Problem. Damit, ich will alles haben. Ich habe auch ein Metal Ceiling. Ach, die hast du mir gegeben, oder was? Mhm. Zwei Stück, okay. Bisschen sortieren hier im Inventar. Wir brauchen jetzt eine Tür. Unbedingt. Ja, hast du jetzt nicht genug gehabt für eine Tür? Oder eine Metal-Tür? Lass uns. Wie viel Holz hast du noch? Schmeiß das mal 72. In den Ofen rein. Schmeiß mal davon ungefähr 15 bis 20 in den Ofen und dann lass uns eine Metalltür direkt machen. Weil da müssten ja, guck mal, wie viel Eisen da drin ist. Und ich gehe in der Zeit ein bisschen Holz farmen noch. Wo kann man die Steel Door machen? Metal Door. Ah, ganz was oben. Also ganz oben in dem Bereich und dann. 200 Metal Fragments braucht man da. Kriegen wir eigentlich. Müssten wir da rausbekommen aus den Sachen. Wenn nicht, ich farm jetzt nochmal ein bisschen. Jetzt erstmal wieder ein Haus leer räumen. Ja, wie immer. Ich helfe Onkel dabei. Naja, jetzt gehe ich jetzt nicht ausrollen. Du Spinner, alles meins. Alles meins. Ich stehe schmiere. Ich gucke nur, dass keiner kommt, Onkel. Doch, die interessieren mich. Die können mich auch nicht töten.
Onkel ist on Tour. Lalalala. Bin gespannt, wie lange der Ofen jetzt läuft. Bestimmt eine halbe Stunde. Onkel Tour. Guck mal nach, ob unten in dem. Oh, da ist ja kein Holz, da brauche ich gar nicht hingehen. Aber ich guck trotzdem mal nach. Mal gucken, ob da wieder was nachgespawnt ist. Hallo, jemand zu Hause? Kisten? Boah, die geht gar nicht auf. Oh! Alter. Oh, leck nicht so rum. Alter, super. Die werden auch nicht mehr aufgefüllt, oder? Wer bist du? Nutella aufs Brot, da hast was drauf. Hallo? Hi. Ja. Nein, es geht. Man muss auch schlau genug sein, den Stecker reinzustecken. Nee, nicht dein Ernst. Oh, ich hab Bogen gefunden. Und ich sag noch, laut der Anzeige ist es deaktiviert. Ja. Normalerweise würde ich auch notfalls mein Tischmikro ansenden. Und die Webcam. Aber die ist auch nicht eingesteckt. Alles klar, auf jeden Fall schon mal korrekt, dass du jetzt mit dabei bist. Ja. Der Weg hierher war dreimal über den Jordan. Gefühlt, ja. Von der Zeit her. So, ich nehme hier gerade nämlich das Lager aus. Ich habe eine Pickaxe gefunden. 2 Bögen, 5 Pfeile und eine Axt. Geile Sache, wa? Jo. Jetzt muss ich hier raus, weil es kriselt schon. Die Strahlung, sie nimmt zu. Ich muss hier weg. Alles kribbelt. Ich habe hier so eine leichte Bärenangst. Ja, die sind doch wirklich mies, die Bären. Oh, apropos Bär, rechts von mir ist schon wieder einer. weg. Ja. So. Viel Spaß beim Entkommen. Ja. Das Gute ist, wenn man zu zweit ist, ist es kein Problem, weil einer rennt dann weg und der andere haut dem Bären von hinten, weil der Bär bleibt dann immer fixiert auf den einen, den er zuerst ich gesehen hat. Ich sehe dich, glaube ich. Auch den Bären hinter Bären mir? Rennt. Ja. Oh nein! Oh, ist das geleckt. Das ist ein Holzhaufen. Wollte ich den nicht vorhin schon abbauen, dann kam der Bär. Oh, hau doch jetzt da drauf! Noch kann ich ein bisschen veräppeln, solange der Haufen da steht. Soll ich versuchen, den zu töten? Oh, kannst du machen. Wie gesagt, ich lenke ihn ab, renne einfach vor ihm rum und du haust ihn dann hinten erstmal ordentlich ein auf den Arsch drauf. Oh. Hm. Warte mal, du hast nur einen Stein, oder? Ja. Warte mal, lass mal zu unserer Hütte rennen. Ja, lass wieder zurück zur Hütte rennen, dann gebe ich dir erstmal eine Axt. Wenn ich jetzt wüsste, wo es zur Hütte geht. Ah, da. Braucht man alles, um so eine Scheißtreppe zu platzieren? Deine Wand auch sein, oder was? Weiß ich nicht so genau. Ich habe hier selber noch gar nicht gebaut. Die anderen haben ja bis jetzt immer nur gebaut. Nur Ressourcen immer gesammelt. Bei den Bären hatte ich anfangs an einen Wolf gedacht, als ich den gehört habe. Ja, okay. Warte mal. Ich gebe glaub, der dir... kommt. Pass auf, jawohl. Oh. Jawohl, Bär, jetzt gehört dein Fleisch und dein Leder uns. Hahaha. Oh, scheiße, ich blute. Warte hier, ich habe eine Bandage für dich. Ich gebe dir gleich 2. Hast du was zu essen? Das, glaube ich, ist jetzt sogar noch wichtiger. Ja, Essen habe ich auch. Ja. Oh, warte, Split. Danke für die Bandage. Ja, und hier ist erstmal ein Haufen Essen, das reicht für ein paar Tage. Hoffentlich. Danke dir. Jawohl, kein Problem. So.
War mal kurz weg. Hat man gemerkt. Bikes, ja, ich Bogen. Ja, Umpfeile. Die kann ich dir leider nicht geben. Also ich könnte jetzt zwei abgeben. Einen Jagdbogen? Ja. Habe ich gefunden. Hier hinter dir liegen noch Pfeile, zwei Stück auf dem Boden. Oh, das sind viele. Ja. Sehr sparsam damit umgehen. Super. Ja, wir können uns da welche craften aus Stein und noch irgendwas, glaube ich. Stein und Holten. Ups. Sleeping Bag, was brauche ich dafür? Geh mal, wie viele Dinger sind schon drin? Metal Fragments? 124. Habt ihr das auch doch? Stofffetzen? Jo, warte. Ja. Gibt's bestimmt. Ja. Warte, ich muss schnell fünfmal splitten. Da ist so viel. Ich hätte jetzt auch noch. Jo, danke. Okay. Lalalala. Was wollten wir denn noch? Das heißt, das Holz packe ich erstmal hier rein, falls du das brauchst. Ich gehe dann wieder los. Ja. Okay. Und ich überwache mal hier ein bisschen. Okay. 132, ja. Warte mal, ich schmeiß mal das Holz. Oder willst du ein bisschen mal rumlaufen und was machen? Oh, nö. Okay, dann rennen wir. Kommst du mit? Machen wir das zusammen, Philipp? Gleich, mein Schlafsack ist gleich fertig. Ach so, okay, dann warten wir natürlich noch. Mal hier oben vom Berg aus, ob ich irgendwas entdecken kann, was annähernd aussieht wie ein Felsen oder Holz, außer die Bäume. Oh, da ist ein Holzhaufen, oder? Oder ist nur ein Schatten? Na toll, jetzt habe ich einen Pfeil verschossen. Was? Feld. Ja. Das ist nämlich blöd, du kannst die Pfeile nicht wieder einstecken, was ich natürlich richtig hohl finde. Das habe ich jetzt auch gemerkt. Hä? Dumm. Was war das jetzt? Zappelt, wenn ich hier. Hab dich geschlagen. Was ist denn hier los? Hä, ich sehe David gar nicht. Ich bin hier oben. Wo? Da, hast du ihn nicht gesehen? Ach, hier. Ich hätte eine Idee hier, man könnte mit Palisaden hier einen kleinen Halbkreis abstecken, mit einem Tor. Ja. Aber die muss man dann, glaube ich, immer wieder reparieren, oder? Ja, irgendwas muss man da machen, dass die nicht verschwinden. Also der Admin meinte einfach nur, dass man alle 4 Tage mal um sein Haus rumrennt und so. Vielleicht einfach mal gegenhauen oder so, dass es aktiv bleibt. Ja, warum? Folgenpäuschen. Ich habe schon die Zeit wieder verpasst. Oh, ist es wirklich soweit? Ja, ist es wirklich soweit. Klopf, klopf. Oh mein Gott. Ich würde sagen, wir sammeln uns im Haus. Okay, ich komme wieder zurück. Der Onkel, der ist wieder so ruhig, Mai. Ich würde gern wissen, welche Hütte der schon wieder ausplündert oder leer macht. Nee, wir würden es in der nächsten Folge sehen. Wir laufen aus dem Haus und dann siehst du den Atombitz. Und dann so, und dann kommt er so raus und Yippie! Alles meins! Ich sag nur, GTA Bergrennen. Endlich von dir. Was war das? Vor. Zocker hat was vor. Ich sehe schon. Ich renn mal weg. Also ich geh dann mal. Ja. Oh ja, dem Onkel kann man dazu trauen. Warte doch bestimmt gleich, passt auf, ey. Gleich ist der Admin hier. Was hast du hier gemacht? Ganzen Hütten aus. Und dann kommt noch Feuerwerk! Nächstes Mal haben wir eine Sperre für den Server, weil die ganzen Hütten leer sind. Müssen die sich drum kümmern. Ja, aber wirklich, der hat ja selber zu uns gesagt, es ist, solange wir die Hütten nicht zerstören und ohne Gewalt eindringen können, haben die Leute Pech und man darf alles ausnehmen, was sie haben. Wie er da schon wieder rumläuft. Deswegen komm, wir machen den Entenlauf. Ja, los. Um die Workbench. Okay. Entenlauf, Entenlauf. Ja, ich muss zugucken, sonst sieht man das ja gar nicht. Ja, los, welche Ente ist schneller? Ich. Und gegen die Wand. Naja, gut, Leute. Bevor es hier zu kaputt weitergeht, beenden wir das Ganze mal auf jeden Fall. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns oder hören uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Tschüssi. Ciao. Ciao. Adelon. Polska. Der Mario ist wieder da.